Und das Ende ist natürlich für Kinderbücher dann doch ganz tröstlich. Irgendwie ist es dann egal, sie sehen was Neues, da sind Steine und da können sie mit Steinen spielen und dann auf einmal sind sie abgelenkt und sind wieder ganz vergnügt und spielen das anders. Also diese Minimax-Reihe. Ist nicht geklärt, wie das wirklich war? Wie es wirklich war, kann kein Mensch sagen. Aber da sagt Anna, oh guck mal, da sind Steine. Oh, und dann fangen sie an, Baum. Ja? Und dann bauen sie ganz toll und spielen. Ne? Und dann vertragen sie sich und denken sie gar nicht mehr. So ist das ja ganz oft bei Kindern. Fand ich sehr nett. Ja, und das wollte ich noch sagen, wenn Sie teilweise, ich sind hier auch als Lesepaten, teilweise auch Kinder. Und ich sagte ja ganz am Anfang, dass das in Deutschland so anders ist, dass die Kinder, die mit Bilderbüchern früh in Kontakt kommen, von den Eltern auch erzählt wird, dass das bei denen sehr viel besser mit dem Lesen geht. Ich habe jetzt zwei Enkelkinder in Schweden, die beide mit einem Jahr schon in die Dorgis, also in die Kita gekommen sind. Und die hatten die tolle Einrichtung, dass die jeden Tag ein Buch und jedes Wochenende zwei Bücher aus der Kita nach Hause nehmen durften. Und dass die Kindergärtnerin oder Erzieherin dort dann auch mit den Kindern darüber gesprochen. Die Eltern wurden dann auch aufgefordert, die Bücher mit den Kindern anzugucken. Und dann wurde gefragt, wie hat dir das gefallen, was hast du da gesehen? Das ist, glaube ich, bei uns in den Kindergärten und Tagesstätten noch gar nicht so. Ich denke, da ist viel, warum wir vielleicht auch so schlecht abschneiden und warum die Lesekompetenz so an den Eltern hängt bei uns, dass das nicht richtig gemacht wird. Und jetzt erzähle ich noch was, ich erzähle viel nur aus eigenem erlebten Schatz. Meine andere Enkeltochter in Münster, die ist jetzt schon 13, aber als die in die Grundschule ging, hatte sie eine Lehrerin, die eine sehr schöne Klassenbibliothek hatte. Und die hatte das eingeführt, dass die Kinder, wenn sie Geburtstag hatten, nicht ein Kuchen oder Muffins oder Milky Ways oder sowas mitbrachten oder Haribo, sondern ein Buch, das ihnen gefiel. Und die hatte bestimmt über 400 Bücher in dieser Klassenbibliothek und wenn die Kinder Freiarbeit hatten oder so, konnten sie sich ein Buch nehmen und lesen und durften es auch mit nach Hause nehmen. Das wäre vielleicht auch für Leute, die mit Grundschulen in Kontakt sind, mal eine Idee, denn dieses viele Süßigkeiten futtern ist vielleicht gar nicht so gut wie geistige Nahrung, die immer da bleibt, gar nicht zu Ende geht und immer wieder neu genutzt werden kann. Ne? Und dann denke ich, was anderes auch, und Kinder, das heißt ja zum Lesen verlocken, ich denke, mit Dreijährigen sollte man ruhig schon in die Bibliothek gehen. Und wir haben hier ja wirklich die Bibliothek, die im Keller eine sehr schöne Kinderbilderbuch- und Kinderbuchabteilung hat. Und wenn sie ein bisschen größer sind, wenn sie also Schulkinder sind, finde ich das auch ganz schön, dass man vielleicht einmal im Monat, am Samstag oder so, mit ihnen eine Buchhandlung geht und sagt, man darf sich ein Buch aussuchen. Und sie kommen ja in dem Alter auch so auf den Geschmack rein. Ne? Da habe ich schon eins von, das magische Baumhaus, kennen wir vielleicht. Ne? Oder drei Fragezeichen, Generation vorher. Dass man in einem bestimmten Alter den Sammelzwang kriegt und den Reihenzwang kriegt und immer mehr davon haben will. Und das hilft, denke ich, auch, flüssiger zu lesen, Erzählstrukturen zu erkennen. Man weiß dann schon, wie es abläuft. Man weiß, wie Spannungsbögen aufgebaut werden, ohne dass einem das groß gesagt werden muss. Ja, ich komme jetzt zu den Büchern für erste Leser, oder von denen ich denke, dass sie gut sind für erste Leser. Und zwar mein Liebling, damals habe ich es mitgebracht, ist Nils Carlsson Däumeling. Kennen Sie das? Das ist eine so schöne Geschichte. Da ist die kleine Maus. Also, ein Junge sitzt an einem ganz traurigen Dämmerabend und guckt aus dem Fenster, so wie vielleicht neulich hat es ja immer so geregnet, ne? Die Blätter fallen vom Baum draußen, es ist schon dunkel, seine Eltern arbeiten noch und er ist allein. Und er langweilt sich. Mama und Papa sind in der Fabrik. Ne? Oh, wie verging die Zeit doch langsam. Er wusste nicht, was er anfangen sollte. Es war kalt im Zimmer. Vor. In allen Winkeln wurde es dunkel. Aber er machte kein Licht an. Alles war so überaus traurig. Und er beschloss, sich auf sein Bett zu legen und ein wenig darüber nachzudenken, wie traurig er eigentlich war. Immer war er nicht allein gewesen. Früher hatte er eine Schwester gehabt. Sie hieß Martha. Aber
Sie war gestorben. Das gibt es bei Astrid-Lindgren ja oft. Ne? Die Tränen begannen zu laufen, als er daran dachte und daran, wie allein er war. Da kommt plötzlich jemand Anis, Anis Puck. Der ist eingezogen in ein Mauseloch unter seinem Bett. Die Maus hat ihm das vermietet. Die ist zu ihrer Cousine aufs Land gezogen. Er hatte vorher im Park gewohnt, aber das war jetzt zu kalt geworden. Da ist die Maus. Aber die Maus hat ihm das Unmögliche vermietet. Und er ist hungrig. Und das ist dann, es wird dann so schön. Sagt ihm, wie er auch klein werden will. Und dann kann er da in die Wohnung rein. Er muss nur Killewips sagen. Killewips. Und wenn er Killewips sagt, kommt er da rein. Und dann guckt er und sieht, oh ja, das sieht ja. Da steht auch sein Name, Diels Karlsson Däumling steht an der Tür. Und er kommt dann runter und Feuer. Streichhölzer, abgebrannte Streichhölzer, ist wunderbares Kaminholz. Ein Ofen ist da. Und dann machen sie erst nach Feuer. Oh, und dann hat er Hunger. Und dann holt er, Schweden mögen ja Fleischklöße machen, Fleischkloß. Einen kleinen Fleischkloß. Und der ist so groß für die Beine. Und dann futtern sie erstmal. Und dann wird gebadet. Und dann kommt der Schönste. Sie haben ja gehört, die Schwester Martha ist gestorben. Aber das Puppenhaus ist noch da. Und dann wird die Puppenhauseinrichtung runtergeschleppt. Erst putzen sie den Boden, dann nehmen sie selber ein Bad. Das erste das Bett runtergebracht, ja. Und dann kriegt er ein Mädchennachthemd, ob ihn das stört, ein Mädchennachthemd. Und sagt sie, ach nee, das ist so schön flanell, weich und kuschelig. Und dann putzen sie und dann wird sie eben so schön eingerichtet. Und abends kommen die Eltern nach Hause und sagen auch mal, unser armer Junge, na, Bertie, ganz alleine den ganzen Tag. Auch so, das ist gar nicht schlimm. Fast auf seine Brusttasche, in der Brusttasche sitzt der kleine Nies. Und das ist entzückend geschrieben, in diesem schönen, schlichten Astrid-Lindgren-Ton, ohne Bohai, und, aber mit ganz, ganz viel Verständnis für Kinder und wie die Fantasie von Kindern funktioniert. Illustriert von der Ilon Wickler, nein, den, das ist ein Mann, der übrigens, das wusste ich auch, wenn ich aus Estland komme, flüchtig aus Estland bei Schweden. Und von Astrid Lindgren hat Herr Rastami auch noch die Lotta, ne? Lotta zieht um, wie Lotta so wütend ist und bei Tante Berg einzieht, und Polly hilft der Großmutter. Polly hilft der Großmutter, ist ganz süß, die Großmutter hat sich das Bein gebrochen, und Polly geht auf den Weihnachtsmarkt und verkauft die, ist ein wunderschönes Buch für die Vorweihnachtszeit auch, Polly verkauft die Bonbons für die Großmutter. Ist so tüchtig. Und die Leute wollen ihr mehr Geld geben, aber sie will es nicht. Nein, sie beißt ein blank große Stücke, die nimmt sie nur. 50 Euro Stücke, sonst nichts. Das hat sie gelernt, sie ist 5 Jahre alt. Ganz süß, und sie kriegt zu Weihnachten dann doch eine Puppe. Ja, und ich bleibe bei Schweden. Und zwar ist hier ein Buch, Mein glückliches Leben. Ist auf der Auswahlliste dieses Jahr für den Jugendbuchpreis. Und das habe ich Ihnen auch auf den Zettel vorne geschrieben. Wenn Sie sich also über die Bücher informieren wollen, die auf der Auswahlliste für den Jugendbuchpreis stehen, das sind Bilderbücher, Kinderbücher, Sachbuch und Jugendbuch, dann können Sie bei der Stiftung lesen. Manchmal sind Sie auch in der Bibliothek, aber nicht immer, können Sie sich bei der Stiftung lesen und diese Heftchen bestellen. Die gibt es zu vielen anderen Themen auch, zum Beispiel Jugendliteratur zum Nationalsozialismus, zu Geschichtsthemen. Also da gibt es eine ganze Menge an Hilfsmaterial, wo man sich auch informieren kann. Ich habe aber die Adresse, glaube ich, auch aufgeschrieben, also jedenfalls die Internetadresse. Also dieses Mein glückliches Leben, das ist mein Buch, das liegt da hinten auch. Jetzt hatte ich schon diese Plakette auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendbuchpreis. Das ist ein kleines Mädchen, das zur Schule kommt. Und Kapitel sind wunderbar kurz. 3, 4 Seiten. Sehr schön illustriert. Ich weiß nicht, ob einer mal reingeguckt hat bei dem. Aber schwarz-weiß und also seriös. Und auch das Format ist Buch, nicht Bilderbuch. Das Format ist echtes, richtiges, süßes Buch. Das mögen die Kinder sehr gerne. Und ich lese Ihnen mal den Anfang vor. Es ist schon spät, aber Dünne kann nicht einschlafen. Manche zählen Schafe, wenn sie nicht schlafen können, aber sie nicht. Dünne zählt, wie oft sie in ihrem Leben glücklich war. Und jetzt kommt das.
wie das eine Mal, als sie von ihrem Cousin Axel ein Frosch geschenkt bekam. Da war sie noch ganz klein. Und dann, als sie zum ersten Mal 3 Schwimmzüge schaffte, ohne zu ertrinken. Ganz süß, der Vater hat auch so schöne stachelige Haare an den Beinen und Bart. Und dann, und als sie ihren Schulranzen kriegte. Sie war ja so glücklich, dass sie in die erste Klasse kam. Ihr ganzes Leben hatte sie sich darauf gefreut. Der Sommer war ihr furchtbar lang geworden, weil sie solche Sehnsucht nach der ersten Klasse hatte. Und dann kommt sie mit dem Papa, wird sie hingebracht. Da ist die Lehrerin, das fand ich auch mal nett, eine alte Lehrerin. Ja? Ich erinnere mich nämlich in einem Deutschlesebuch von Nielsen Verlag, 6. Klasse. Da war dann eine Geschichte, die war extra für den Verlag geschrieben worden. Ich war bei der Lehrbuchvorstellung dabei und die sagte, ja, ganz toll die Geschichte. Über so ein Mädchen, die aus Hamburg nach Nordrhein-Westfalen kommt. Und als sie gefragt wird, wie sie heißt, sagt sie Stephanie. Und die ganze Klasse lacht, bis sie dann nachher lernt, dass das Stephanie heißt. Ne? Und dann ist aber die Lehrerin, oh Gott, so eine Alte, dachte sie. Nee, ein Glück, nicht solche Alte, dachte sie. Fand ich diskriminierend. Und deswegen fand ich das hier so nett, dass sie wie selbstverständlich eine nette Oma ist, die die Grundschullehrerin ist. So, sie begrüßt die alle ganz süß, auch wie die Kinder vorgestellt werden, die unterschiedlichen Kinder. Und dann, sie hat noch keine Freunde. So sitzt sie, könnte es sehen, wie betrübt sie da sitzt, sie hat noch keine Freunde. Und dann wird das so schön geschildert, wie sie da alle auf dem Schulhof spielen und sie steht so ein bisschen abseits. Und wenn sie genau hingucken, da ist auch so ein anderes Mädchen, da steht auch so ein bisschen abseits. Und da kommen dann die beiden aufeinander zu. Und dann schaukeln sie so schön, dass sie gar nicht mehr aufhören wollen. So, und das ist wirklich, sind ganz nette, kleine Erlebnisse. Und es ist gar nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Es kommt dann raus, die Mutter von diesem Mädchen ist schon gestorben. Vater ist alleinerziehend, manchmal ist eine Oma da. Vater kommt aus Italien, das ist also auch gar kein schwedisches Kind hier. Herrlich, ne? Das ist Blasen, Blasen. Und ihre beste Freundin zieht nach Linköping. Zieht um. Da ist sie gerne ganz traurig. Dann kommt aber zum Schluss kommt ein Brief von ihrer Freundin. Und lädt sie ein über die Weihnachtsferien zu ihr nach Linköping. Und das ist dann. Da ist es dann wieder ein glückliches Leben, als sie ihren ersten Brief gekriegt hat. Ein ganz wunderschönes Buch. Das ist vor einem Jahr, es ist mehr für Mädchen, ich würde sagen, das kann man auch mit Jungen gut lesen, aber das ist eher ein Buch für Mädchen. Ne? Wenn jetzt Carlsson Dormling hat natürlich eine männliche Hauptperson, aber es ist ein ganz, ganz wunderschönes Buch. Ne? Was ist, kommt man auch wunderbar ins Gespräch, wie findet man Freunde, was ist Glück, ja? wann bist du glücklich, ganz, ganz schön dieses Buch. Und auch für Erstleser, und zwar für Mädchen und Jungen. Die Olchis. Kennen Sie die? Ja. Ja, ne? Da gibt es jetzt ein Sammelband. Ich habe ihn auf dieser Prospekt von Oettinger, da sind auch so ein paar Fragen dazu. Da sind alle Olchi-Geschichten oder die schönsten Schmuddelgeschichten, also mehrere drin. Die gibt es auch einzeln als Bilderbücher. Gibt es zum Beispiel ABC, Olchis gehen zur Schule, Olchis auf dem Schrottplatz und so. Die sind so herrlich verrückt, weil es verrückte Welt ist. Die Olchis sind die, wenn sie sich waschen, machen sie sich schmutzig. Wenn sie aufräumen, machen sie Chaos. Sie essen rostige Nägel und alles, was irgendwie vergammelt, verschimmelt und eklig ist. Und das ist so eine total verkehrte Welt. Und das mögen Kinder ganz, ganz gern. Und die gibt es als Bilderbücher, als einzelne Geschichten und eben auch jetzt in diesem Jahr ist dieser Sammelband rausgekommen. Das ist herrlich für Kinder, die gern Quatsch machen. Na, und leicht zu lesen. Und die Bilderbücher sind natürlich, aber sehen Sie auch schön illustriert, auch nicht so viel. Und ein guter Tipp dann, also das eine, was ich mit meinen eigenen Kindern gemacht hatte, war erstmal, ihr umkringet die Wörter, die ihr schon lesen könnt und ich lese dann das andere. Oder ihr lest einen Absatz und ich lese anderthalb Seiten. Oder dann, wenn sie besser lesen konnten, eine Seite, eine Seite. Und da wollen sie dann gar nicht aufhören, ne, weil man dann ja auch immer noch eine Sache mehr liest. Und sie lesen dann selber auch. Also man kann die ja mit kleinen Tricks ganz gut überlisten. Ne. Die sind schön für etwas größere, die Olchis. Und ja,
Das wären die, die so für diese Erstlesezeit, und wenn sie schon wirklich ein bisschen besser lesen können. Und in diese erste Zeit kommen auch so Bücher wie das Magische Baumbuch zum Beispiel. Das ist so, wenn sie im zweiten, Anfang des dritten Schuljahres sind. Und wenn sie in der vierten Klasse sind, jetzt zeige ich Ihnen aber nur eins, zufällig ist hier das Oma-Projekt, aber es gibt auch das Papa-Projekt und das Geschwister-Projekt. Im Mittelpunkt ist ein Mädchen, Nele, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter lebt. Ihren Vater kennt sie offenbar gar nicht richtig. Und sie möchte im ersten Band einen Papa haben und versucht immer ihre Mutter zu verkuppeln. Es gibt natürlich die verrücktesten Situationen. Aber am Ende schafft sie es und kriegt damit auch sogar einen kleinen Bruder. Und dann haben sie aber keine Oma. Und sie möchte unbedingt eine Oma haben. Und dann startet sie eben das Oma-Projekt. Wie kriegt man eine Oma? Wie spricht man eine an? Und was macht so eine Fremdung immer? Sehr witzig. Und das, der letzte Band ist dann das Geschwisterprojekt. Da will sie dann die Mutter und den neuen Papa überreden, dass sie noch ein Kind kriegen. Die wollen aber nicht. Und sie ist ziemlich penetrant und versucht es immer wieder. Und dann bekommt sie die Gelegenheit, auf ein Baby aufzupassen. Weil die Mutter ins Krankenhaus. Und die Mutter sagt, ja, du musst dich aber drum kümmern. Und nach 2 Wochen ist sie aber ab vom Babyprojekt. Das war dann doch zu viel Schreierei und Katastrophen. Und dann ist sie doch so zum... Aber das manchmal ausfahren Baby und gerne haben, das immer noch. Also das ist auch ganz schön, die gibt's, 2 davon gibt es als Taschenbücher auch, ne, bei DTV. Und eins ist, glaube ich, das ist das Oma-Projekt, ja, das ist vielleicht nur gebunden, ich weiß es nicht. Aber das ist schön, unsere Enkeltochter hat das gekriegt, als in der vierten Klasse war zum Geburtstag. Und wir haben das dann in ihrer Geburtstagswoche gelesen und dann wollte sie sofort das nächste haben. Und dann gab es das Oma-Projekt, das gab es schon, das kriegte sie dann auch. Und dann hat sie richtig gejippert und einmal rief sie an, Oma, Oma, es gibt jetzt ein neues. Es gibt das Geschwisterprojekt. Ja? Also, die leben dann auch mit diesen Kindern. Und das ist schön, wenn man was hat, was Fortsetzungen hat. Nicht so endlos, finde ich, diese Endlos-Serie. Immer so 3, 4 Bücher mit einer Geschwisterkombination oder Freundesgruppe ist toll. Das ist wirklich schöne, unterhaltsame und auch gut geschriebene Kinderbuchliteratur. Und jetzt komme ich zu den größeren. Und zwar habe ich...